Tag, es ist Donnerstag, der 10. März 2016. Ich habe heute noch frei und es fühlt sich ein bisschen an, als wenn ich krank werde. Bin mir nicht sicher. Na, das ist so ein bisschen zu. Naja, wenn es so ist, kann ich mir denken, warum. Gestern im Laufen der Anruf, der mich aus dem Rhythmus gebracht hatte, warum ich gehen musste und die Frau, die da am Telefon war und nicht aus dem Tee kam und naja, ich war verschwitzt, es war kalt. Ja, das kann man sich denken. So, ich mache mir gerade Kaffee. Ich habe mir weiße Bohnen eingeweicht. Ich werde heute weiße Bohnen einen Topf kochen. Ich habe mir gestern extra noch Suppengrün gekauft und naja, ich habe Bock auf Eintopf und ich habe es glaube ich schon mal gesagt hier im Vlog, ich liebe Eintopf. Es ist günstig, es ist nahrhaft, es schmeckt, es ist das beste Essen, was man haben kann. Ich könnte jeden Tag Eintopf essen. Es sieht draußen nasskalt aus und wieso scheint es ein bisschen feucht zu fallen. Vom Laufen gestern. Also nicht vom Laufen selbst, sondern von dem blöden Anruf da. Wegen dem blöden Anruf mache ich jetzt erstmal Pause. Ich war beschäftigt mit dem Schneiden vom Video gestern und jetzt mache ich erstmal, ich bin ein bisschen außer dem Fokus, glaube ich. Naja, jetzt mache ich erstmal eine Pause. Ja, um freien Kopf zu bekommen, ob ich das irgendwie drin lasse, weil das war gleich zweimal Thema im Vlog. Einmal, weil ich, als ich den Anruf bekam und mich tierisch darüber aufregte. Und beim zweiten Mal, weil ich das eigentlich nochmal in Ruhe erzählen wollte, aber. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es auf Snapchat angekündigt habe oder hier im Vlog, aber ich wollte mir an den zwei freien Tagen hier auch Gedanken zu meinem Vloggen machen und was ich besser machen kann, wie ich es besser machen kann, was ich vielleicht weglassen sollte, was ich mehr zeigen muss, all solche Sachen. Und interessanterweise habe ich heute Morgen einen Vlog gesehen von Marie Meinberg. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, ich bin mir gerade nicht sicher. Die gerade irgendwie einen Selbstversuch gemacht hat mit 14 Tage Daily Vloggen. Und sie hat in dem Video auch darüber gesprochen, weil sie den Vorwurf bekam, dass die Vlogs banal wurden und irgendwie immer dasselbe zu sehen sein soll. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was sowohl der Daily Vlogger als auch der Zuschauer irgendwann hat. An diesem Punkt kommen irgendwie beide irgendwann mal an, weil als Daily Vlogger hast du das Gefühl, habe ich schon tausendmal gezeigt. Also im Winter bin ich fast jeden Tag am Strand mit dem Hund und ich kann jeden Tag aufnehmen, wie die Wellen rauschen, wie die Möwen fliegen, wie der Hund im Sand buddelt, all diese Sachen. Und das mache ich ja mehr oder weniger auch. Und man hat halt auch das Gefühl, dass man das schon tausendmal gezeigt hat und dass das ja eigentlich irgendwie langweilig ist. Wo ist der Stock? Wo ist der Stock? Wo ist er denn? Soll ich ihn sehen? Sehen wir, hier hinten liegt er, da seht ihr. Kleine. Da ist er. Da ist er. Ja. Mal aus. Mal aus. Und als Zuschauer hast du natürlich genau dasselbe Gefühl, dass du bestimmte Szenen, ja, habe ich schon tausendmal gesehen bei ihm, macht er irgendwie auch jeden Tag oder ja, man ahnt oder weiß, was als nächstes kommt. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, weil, wie gesagt, der ist beiden bewusst, sowohl dem Daily Vlogger selbst als auch dem Zuschauer. Und ja, der Zuschauer wünscht sich, dass der Daily Vlogger das ändert. Der Daily Vlogger im Prinzip auch, aber kann auch nicht so recht. Man hat nicht jeden Tag irgendwie
coole Ideen, was man mit in den Vlog machen kann, wie man das Vlog gestalten kann, oder hat auch nicht jeden Tag die Zeit dafür. Und natürlich ist es auch dem Alltag geschuldet. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und manche Sachen macht man aus Gewohnheit. Manche Sachen muss man jeden Tag gleich machen. Wie man es besser machen kann, weiß ich nicht so recht. Das ist schwer. Man muss es erkennen und man muss es akzeptieren, glaube ich. Auch sowohl als Daily-Vlogger als auch als der Zuschauer. Als Zuschauer darf man vielleicht nicht zu viel erwarten und muss trotzdem dranbleiben und vielleicht sich irgendwann sagen, okay, das macht er jetzt zwar schon das fünfte Mal, aber ich bleib dran, weil in 5 oder in 10 Tagen oder so kommt dann mal wieder was Cooles oder so. Und als Daily-Vlogger muss man das genauso sehen. Man muss damit leben, dass man schon immer wieder dieselben Szenen vor sich hat im Schnittprogramm und immer wieder dasselbe daraus schneidet. Man kann klar natürlich ab und zu mal was anderes draus machen. Aber ja, wenn nicht jeden Tag was Spannendes passiert wie bei anderen Daily-Vloggern, dann muss ich das halt akzeptieren und irgendwie versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich könnte natürlich auch die Dinge weglassen, die ich jeden Tag gleich mache. Aber ich glaube, dann würde es noch schlimmer werden. Stellt euch mal vor, ich würde jeden Tag weglassen, wie ich mir einen Kaffee aufbrühe, jeden Tag weglassen, wie ich mit dem Hund Gassi gehe. Was bleibt noch übrig? Und diese ganzen Szenen zwischendurch, die braucht man. Als Filmmaterial natürlich so ein bisschen und um besser abbilden zu können, wie der Tag so verlief. Los. Jetzt, wo ich die GoPro dahingestellt habe, weil ich einen Zeitraffer davon wollte, wie du buddelst, hörst du auf. Du musst mitspielen, hätte ich schon mal gesagt. Daily-Vlogger sein ist auch dein Job ein bisschen. Sehr gut. Weiter so. Daily Vloggen heißt für mich auch so ein bisschen, wirklich den kompletten Tag mehr oder weniger zu zeigen. Wenn ich jetzt nur 5 Minuten in die Kamera quatschen würde, weil ich den Rest schon 1000 Mal gezeigt habe, dann wäre das irgendwie auch kein Daily Vloggen mehr. Also für mich, für mein Gefühl so. Jetzt werde ich kochen. Ist tatsächlich so, beim Duschen und beim Kochen kann ich am besten über Dinge nachdenken. Deswegen habe ich auf Arbeit auch immer ein Notizbuch dabei. Aber vor dem Kochen sollte ich vielleicht ein bisschen klar Schiff machen hier. Habe jetzt aber auch mein 10.000 Stück voll. Ich werde jetzt ein kurzes Nickerchen machen, wir dann was zu essen kochen und dann den Rest des Abends auf den Kopf. So, ich habe sogar noch Salat gemacht. Die weißen Bohnen kochen.
Heute hätte sich Sonnenaufgang ein bisschen. Sonnenaufgang. Heute hätte sich Sonnenuntergang ein bisschen mehr gelohnt, aber ich kann nicht weg, weil Jens bald da sein müsste. Jetzt leuchtet der rote Punkt. Bist du jetzt wieder aus dem Fokus? Mag sein, ist egal. Ist egal? Ja, das geht jetzt hauptsächlich hier um das, was wir jetzt erzählen. Ich sag dann nicht mehr gleich. Ich hab aber wichtig. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das ist viel schlimmer. Ja, das ist immer, wenn du mich so durcheinander bringst. Halt. Ja, das Schlimme ist, dass du erst durcheinander bringen musst. Du musst hier reinkommen und automatisch schon einfach eine Kamera anhaben. Echt? Ja. Wenn man sinnvoll. Was ich davon nehme oder was wir davon nehmen lassen. Das können wir immer noch überlegen. Komm, wir machen jetzt Cookie-Content, der zieht immer. Wir haben gerade über diese Probleme mit dem Landgericht entschieden hat, dass die Like-Buttons sind und falsch sind. Alles für nach. Like-Buttons sind rechtswidrig, Social-Plugins sind rechtswidrig, alles ist rechtswidrig. Genau, da waren wir gerade. Ja. Weißt du jetzt, wie du heute sagen wolltest? Nee. Aber ich kann ja noch von vorne anfangen nochmal. Da kannst du auch vielleicht wieder anfangen. Wir sind ja beide an dem Punkt gewesen, dass wir das eigentlich völlig sinnlos, sowieso für sinnlos erachten, diese Plugins und diese Like-Buttons auf irgendeiner Seite einzubinden. Also jedenfalls auf unseren Seiten einzubinden. Ja. Weil wir der Meinung sind, dass der Traffic sowieso nicht von unseren Seiten zu den sozialen Netzwerken geht, sondern einzig und allein von den sozialen Netzwerken im günstigsten Falle. Ja. Auf unsere Seiten, um das nochmal festzuhalten. Jedenfalls macht dieses Like-Button-Zeug keinen Sinn. Oh, ich kriege jetzt Bonbons zugeworfen. Ich fühle mich wie der Affe im Zoo gerade. Mach Faxen. Warte, cool. Also, jetzt ist zu spät. Du hast sie mir schon vorher gegeben. Jetzt esse ich genau. Und mach keine Faxen. Ist okay. Naja, jedenfalls deswegen macht die Einbindung von diesen ganzen Social-Geschichten sowieso keinen Sinn. Übrigens, die Grüße an dieser Stelle Timur und sein... Ne? Ja, ich bin nicht ja unscharf. Also so wie immer. Du kannst so Hallo. Auf mich zeigen. Ich war jetzt nur Quatsch, dass sie da völlig außer Kurs war. Weißt du? Ja. Ich habe heute früh nämlich den Dicke Hipster Podcast Nummer 3 angefangen zu hören. Aber ich musste dann weg und habe den nicht zu Ende gehört. Ich hab gespeichert, den konnte man gar nicht hören. Ja, ich habe aber schon in unserem Namen einen Kommentar untergeschrieben. Oh, ja. Ja. Als Dank? Ja, natürlich. Wurden wir erwähnt? Nein. Schade. Natürlich nicht. Mann, Timo. Ja, Timo arbeitet auch nicht vernünftig mit hier. Müssen wir nochmal drüber reden bei Gelegenheit. Aber vielleicht werden wir ja irgendwann als ebenso dicke Hipster im Podcast irgendwann gefeatured. Nein. Ja. Die beiden Jungs, die redeten... Oh. Mit der Bonbon ist unpraktisch für meine Aussprache. Die beiden Jungs redeten darüber, dass sie diese roten Einsen und Zweien und so, die immer bei Facebook oben bei den Benachrichtigungen auftauchen, dass die zwangsweise wegklicken müssen. Da fühlte ich mich spontan an uns erinnert, weil wir dieses Gefühl halt kennen. Wilde Ponys. Cool. Aber ein bisschen Unterhaltungskontent mit dazwischen machen. Welchen ersten zu CC? Also wie aktuell bist du? Ich bin jetzt bei 210. Ja, das ist zwangsläufig. Ja. Also mein Rechner ist schon zwangsläufig, dass du bei 210 bist. Mhm. Weiß nicht mehr. Ich bin sehr unzufrieden mit meinem Fuß. Schlecht. Scheiben lassen, ganz schön scheiben lassen. Echt jetzt, wissen wir nicht. Ich bin echt unzufrieden. Die sind echt schlecht momentan. Du hast ein kreatives Loch. Wenn man das so nennen kann. Jens ist wieder los. Mehr habe ich jetzt auch nicht beizutragen. Wie ich dem Jens gerade schon sagte, und ich bin sehr unzufrieden momentan mit meinen Blogs. Da muss ich auf jeden Fall was dran ändern. Da muss ich was dran ändern. Aber so bin ich irgendwie nicht zufrieden damit. Ich habe das Gefühl, dass ich das ganz schön schleifen lasse in letzter Zeit. Warum auch immer. Ich muss mal gucken. Ich habe mir schon so ein paar Sachen überlegt. Nicht fürs Vlog selbst, sondern eher so für den Quatsch außenrum, was ich ändern werde. Über das Vloggen selbst muss ich die nächsten Tage auch noch ein bisschen nachdenken. Ich werde nicht aufgeben, aber so wie es momentan gerade läuft, gefällt mir das nicht so richtig. Gut, werden wir sehen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen wieder. Hoffentlich. Vielen Dank. Tschüss.
kalt, wa? Jetzt war die Überlegung, jetzt eine ist, finde ich, ein bisschen unfair, wenn ich jetzt nur einen T-Shirt gebe. Ich habe gedacht, vielleicht kannst du auch einfach beiden T-Shirt geben, muss die Presse ja so oder so anmachen. Das stimmt. Das ist richtig. Deswegen habe ich mir überlegt, lass ich einfach beide gewinnen. Ja. Ist schon in Ordnung. Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe da keinen Stress mit. Habe ich gehofft. Also ob ich ein Shirt mache oder zwei, ist mir völlig wurscht. Also kriegt die Ellen und die Jenny jetzt ein T-Shirt von mir. Aber das sage ich nochmal auf Snapchat oder Twitter oder so. Wollt ihr irgendwas bestimmt erzählen, außer die Story, die ich gerade erzähle? Nein.